Sag mal, gab es so einen festen Moment? Gab es einen Moment, wo du wusstest, ich bin jetzt homosexuell? Ich bin jetzt so. Heute. Gestern ging es mir noch, fand ich noch Pamela Anderson gut. Jetzt schon, zack, Action High. Entschuldigung. Aber es ist immer gut, dass sie so tun, als wüsste man nicht, was man meint, nur um einen hochzunehmen. Ich meine, weißt du, meine meisten Leute. Er hat das nicht nötig gehabt jetzt. Das ist doch, er wird total viel gelacht. Ja, aber ich so ein bisschen. Guten Tag. Boys, ich sag immer Boys, ne? Jetzt sag ich mal Jungs. Wegen in der Not. Wegen, ja, einfach so. Weil ihr heute so schön fresh aussieht. Besten Dank, junge Frau. Weil ich meine, ne? Wir sehen fresh aus, wieso? Na, der Video, der ist ja erst 2 Wochen her. Arsch. How is it? Schön. Ja? Alles schön. Wir wurden ja tatsächlich mehrfach. Das ist jetzt deine Überleitung. Wir wohnen ja tatsächlich. Was soll ich denn sagen? Soll ich jetzt sagen, ja hier? Nein, alles gut, alles ist. Du siehst heute so alles fest ist alles aus. Toll. Ich dachte nur, sonst. Soll ich noch einen pinken Sonst holst du einen aus der Rhetorikkiste, aber heute. Nee, ach, ich mache heute. Als wäre Dienstag nach dem Videoday. So verstehst du aus. So sieht's aus. Ja. Wie kommst du da jetzt raus, Marie? Nee, ich haben viele jetzt Leute was geschrieben oder haben viele was gesagt? Nee, es haben tatsächlich viele Leute geschrieben, dass wir doch mal zumindest darauf aufmerksam machen sollten oder darüber reden sollten, dass in Russland im Moment ja, ich kann nicht nebenher ausschenken, das geht nicht, ein Propagandaverbot herrscht, in dem verboten wird, vor Minderjährigen Homosexualität in irgendeiner Form zu propagieren. Und ich muss die ganze Zeit so machen, weil ich schon positiv, fast kotze, ich glaub, positiv sich zu äußern. Ich glaube, runtermachen darfst du öffentlich. Ja klar, deswegen. Propaganda ist ja nicht negativ. Ich glaube, es darf sogar. Mit Propaganda wäre mal interessant, jetzt Definition, ob nicht auch das Negative auf eine Art und Weise Propaganda ist. Nee. Egal, wir wissen, wovon wir reden. Man darf es nicht toll finden und es recht nicht vor Kindern. So, das haben viele Leute geschrieben. Und was viele Leute auch geschrieben haben, ist, hier, wie wäre es denn mal mit Gästen? Ja. Da. Haben wir etwa einen Gast? Wir haben direkt einen Gast eingeladen. Nein. Doch, Überraschungsgast. Wir klatschen noch nicht beim Stammtisch. Nee, wir klatschen. Wir machen. Vielleicht, es gibt Bier. Es gibt Bier für den, für den neuen Stammgast. Ja. Gast. Der jetzt dann reinkommt. Jetzt. Jetzt. Hallo. Hey, was für ein Zufall. Guten Tag. Du hier. Maniac. Ja, ich hier. Hallo. Maniac. Freue mich, dass du Hallo. Da bist. Guten Tag. Hi. Guck mal, es gibt Bier. Ich das ist meine trinke Begrüßung. Kein Bier. Das ist super. Hi. Hey. Ich wollte ja eigentlich hier so ein als Überraschungsgast ja aus einer rosa Torte rausspringen, ja. Aber dann hat sich das russische Propagandaministerium eingeschaltet und hat das leider verboten. Dafür gibt es erstmal eine Runde rosa Schnaps. Okay. Das ist ein guter Einstand hier. Ja, das ist ein guter Einstand. Nee, wir haben tatsächlich am Videoday uns unterhalten. Und das Geilste, wir haben uns lange unterhalten, das war eigentlich, das ganze Gespräch war total geil, ist ja klar. Mit wem hast du dich unterhalten? Ja, mit Meniac habe ich mich unterhalten. Also. Mit euch auch, aber das mit Meniac war deswegen, besonders geil. Müssen wir das differenzieren. Aber was ich besonders spannend fand, war, dass Meniac nach seinem Draw My Life unter anderem, wo er sich ja outet und propagandiert, wo jemand geschrieben hat, er geht es das mit dem rosa Hasen, der dann auch erklärt, wo ich so gedacht habe, Leute auf YouTube sind. Weiß gar nicht, rosa Hase ist das Logo, oder was? Ich hab's jetzt nicht im Kopf. Was? Du das kennst den rosa Hasen? Ich sehe mal coole gezeichnete Sachen, die gucke ich mir an. Ich gucke nicht so ein Logo. Guck mal, die Hand, siehst du die Hand auch, der Schande? Siehst du die ich Hand kenn der Schande? Ich kenne auch dein Logo nicht. Die Hand der Schande, siehst du sie? Ich finde also es ist schlimm, das, aber ich glaube, das war aber nur ein Kommentar von einem Zuschauer. Genau, also mir selber wird das ja gar nicht einfallen, da irgendeine Verbindung zu sehen zwischen einem rosa Hasen. Ja, ich auch nicht. Ich fand das halt so absurd. So. Aber gut, ich hätte einfach nur gesagt, ich habe schlechten Geschmack. Aber das, ja. Das siehst du ja, sieht man ja daran, dass du hier sitzt. Ja, mit euch. Ja, genau, Prost mit uns. Darauf erstmal Prost. Nee, ich finde es wirklich willkommen, schön. Erstmal ein Willkommensprost. Erster Gast, hallo. Du bist unser allererster Gast. Ja. Wirklich. Und der Beste gleich zum Anfang. Ja, nicht so das machen Beste, wir das, damit wir direkt danach hast du auch so das Gefühl, bei David, vieles klingt ironisch, was er sagt? Ich glaube in keinem Wort, aber er guckt immer so nett an. Wir müssen neu verbündet. Wir müssen jetzt können wir so Bettler auf wessen Seite. Ich muss ja sagen, ja, bei Maniac, immer wenn ich Autogramme gegeben habe auf dem Videoday oder so, neulich auch, wo wir bei dem Reichstag waren, bei dem Fantreffen. Warst du bei dem Fantreffen da? Da war ich da, genau. Oh. Und jedes Mal, wenn da Fans kommen und
da steht dann geil geschrieben Maniac, ja, mit so einem Nilpferd daneben gemalt. Und ich komme dann mit meiner Wix-Unterschrift. Ja, die sieht halt aus wie so ein Fünfjähriger, dem irgendwie, der mit spastischen Lähmungen da auf dem Ding herumkrakelt. Und dann jedes Mal neben ihn zu schreiben, wisst ihr, wie beschissen das ist? Ja, hör auf, hör auf damit, einer dieses Mal nicht so schlimm gewesen sein. Auf damit, ich ja so gut gar nicht die Zeit, so viele Nilpferde zu zeichnen. Ich hatte wieder ganz viele Nilpferde auf meinen Autogrammkarten. Hör auf damit. Ich bin ja ein großer Fan. Ich kann dir eine Vorlage geben, dann kannst du die gleich mit aufdrucken. Ja, bitte. Oh ja, bitte. Oder einfach so ein Stempel. Es wäre so geil, wenn du einfach so, ja, aber nicht, Moment. Aber Nilpferd hat er ja schon. Ich brauche dann schon was anderes. Also ein Schwein. Schwein, genau. Oder so ein Actionhain. Actionhain. Kannst du das Actionhain Cape und so? Hier, guck mal, achso, du weißt ja nicht, wie das geht. Man nimmt das Ding so. Ach so, ja. Dann wird das so geschüttelt. Neuer. Check it. Schütteln, drehen. Dann getrunken. Anstoßen, trinken. So. Darauf, dass wir Gott sei Dank nicht in Russland leben. Was ist mit ihm jetzt? Ja, der ist halt jetzt. Stoßen ist Gast mal an. Da, jetzt ist er aufgeregt. Stoßen auch damit an? Natürlich, aber jedes Mal seit Anbeginn der Zeit. Schön, dass ich habe da das ist. Ja, okay. Ja, dann lass uns doch mal über das Thema reden. Ja, haben wir uns schon lange. So. Ich habe gerade so aufgeregt, weil jemand. Ich mach das nicht auf Ex, weil ich vertraue. Ist nicht so schlimm. Ganz kurz. Ganz Russland? Ganz eine Zeit lang waren es Teile von ganz Russland ist verboten. Nein, ich finde durch Putin jetzt wieder. Russland wurde verboten. Ja. Nein. Woher kommt das denn jetzt mal ganz kurz? Woher kommt denn in Russland diese Grundhaltung? Das frage ich mich so ein bisschen, weil oft hast du immer so vorhin immer wieder Thema David hier und Religion und Kirche. Religion will ich ein bisschen außen vor lassen. Woher kommt denn diese Grundhaltung? Na, die sagen tatsächlich, dass sie eben auf erzkonservativen, ehrlichen, was auch immer, was sie dann davor setzen für eine Scheiße an Werten basiert, also ganz Russland, und dass das einfach gefährdend ist. Aber das gerade ist auch, für Kinder ich bin in Berlin-Marzahn groß geworden und ich muss sagen, ich habe wirklich sehr, sehr viele Russen in meinem Freundeskreis auch gehabt und habe mit sehr vielen Russen auch zu tun gehabt und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass das russische Volk ein zutiefst maskulines und Testosteron geprägtes Volk ist. Also das ist jetzt sehr verallgemeinernd und sehr über einen Kamm geschert, aber ich kenne sehr, sehr viele. Und bei den Frauen als andere extrem, genau, finde ich aber. Findest du? Ja, so schickimicki, bling bling, zeigen, reiche Männer abgreifen. So sehr Klischee, alles so, was ich so an. Aber nur die Upper Class. Also es sei denn, entweder du bist hübsch und Model, also weil die hübschen Russinnen sind halt immer Model oder so, oder halt verheiratet mit an irgendeinen Oligarchen. Aber so die ganzen anderen, ich meine, geh auf YouTube und gib irgendwie Russia ein. Du findest eins von diesen Videos, wo die auf der Autobahn fahren, dann steigt einer aus, holt hinten eine Kettensäge raus und zersägt das Auto des Mannes, der hinter ihm fährt. Ihr kennt das bestimmt. Die haben doch alle da diese kleinen Autokameras. Ja. Gibt es doch zig Videos auf mit den Meteoriten. Zum Beispiel. Und warum wurde das aufgezeichnet? Weil alle eine Autokamera haben, weil es unglaublich viel Gewalt auf den russischen Straßen gibt. Den haben sie wegen den korrupten Bullen hauptsächlich. Das ist das Hauptding, warum die das kaufen. Weil damit, um aufzuzeichnen, nicht nur, wie die Bullen. Also, es gibt auch ganz viel Gewalt so untereinander. Und da muss ich sagen, ich habe das wirklich das Gefühl, dass das wirklich so Testosteron aufgeladen ist. Meinst du Neandertal? Ich finde das cool, dass wir sagen, hier anti-homophobe Kackscheiße, aber kommen so ein paar rassistische Sprüche hier können wir nochmal. Solange ich das hier sage, aber ich kann diesen Eindruck mit YouTube und Videos zumindest so ein bisschen schon, würde ich sagen, jetzt ja. Ich bin halt generell, weiß ich nicht, vielleicht bin ich dann auch der Hippie vom Dienst, ich habe halt große Probleme mit so generellen, pauschalen Aussagen. Also das ist mir dann auch scheißegal. Aber habe ich ja gerade gesagt. Nee, das will ich auch gar nicht, das habe ich ja gerade gesagt. Stehen per se auf rosa Häschen. Das ist mein Eindruck, aber nicht? Ich habe diese Freunde, die wirklich auch, nicht alle Russen sind so, das kann ich auf gar keinen Fall so sagen, aber ich habe Russen, die tatsächlich, einer von meinen russischen Kumpels sagte, er ist ein Straßenschläger gewesen, über Jahre. Der ist zum Beispiel einer gewesen, der hat, wenn er in einer Straßenschlägerei war, hat er nicht dem Typen zuerst aufs Maul gehauen, sondern der Frau, die neben ihm stand. Weil er wusste, dass der Kampf dann als erstes zu Ende ist, wenn er der Freundin des Typen, mit dem er sich prügelt, aufs Maul haut. Das sind so, als Straßenschläger kriegst du auf einmal ein ganz anderes Denken. Also ich habe da auch echt Sachen miterlebt, die glaubst du gar nicht. Also da habe ich echt auch daneben gestanden und dachte, krass, das ist nicht typisch russisch, aber so wie ich viele Landesvertreter festgestellt habe, würde ich jetzt einfach mal so sagen, es ist ein sehr maskulines Volk. War das der Moment, wo du gedacht hast, jetzt werde ich Action heilen? Nee, das denke ich jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Und so. Aber auch sehr feierwütig und sehr emotional. Ich würde einfach nur eine Grundmentalität. Gut, aber so. Ja, aber. So wie der Deutsche mal pünktlich und das, weißt du, diese Klischee. Was ja auch nicht stimmt, ich meine, schau mich an. Ich meine, ja. Oder mich? So sieht's mal aus. Aber du weißt, was ich meine.
Das ist so eine Mentalitätsbeschreibung, soll jetzt nicht hier so über den Kamm geschaut. Was ich halt einfach auf jeden Aber Fall, es geht doch gar nicht um Russen. Ne, was ich generell halt total krass finde, ist, dass man sagt, man muss die Jugend davor beschützen. Und davor beschützen bedeutet auch einfach nur, dass man mit einer Regenbogenflagge über die Straße läuft. Aber nimmst du das denn irgendwie ernst? Also das nimmst du doch eigentlich gar nicht ernst. Das geht doch da nicht. Entschuldigung, ich muss das ernst nehmen. Nein, ich meine nicht diesen Jugendaspekt, sondern sie wollen einfach aber ganz... Mir fällt halt so wenig ein. Ich wollte gerade sagen, Maniac muss den anderen hier ins Wort Ich stelle fest, ich weiß so wahnsinnig wenig über Russland. Ich weiß, also gerade die Diskussion darüber, warum sind die Russen so schwulenfeindlich? Das ist mir gerade eben aufgefallen, ich habe keine Ahnung, wenn ihr mich gefragt hättet, warum sind die Amerikaner so schwulenfeindlich, da wären mir tausend Sachen eingefallen. Ja, das würde mich interessieren. Ja, warum? Religiosität zum ganz, ganz großen Teil. Ja. Kriegst du das in Deutschland eigentlich viel mit? Die Deutschen sind zum Teil auch schwulenfeindlich, aber nicht so krass wie die Amerikaner. Aber direkt oder immer so eine unterschwellige, wo du denkst, das kam jetzt so wieder so ein Gedisse durch die zweite Blume? Das ist ganz merkwürdig. Also wenn du jetzt ein Video machst, in dem du dich zur Homosexualität äußerst, oder wie ich in meinem Trauma Live zum Beispiel, wo ich gar nicht mal so wirklich sage, hallo, ich bin jetzt schwul, sondern ich habe halt erzählt, ich habe mich in der 8., 9., 10., 11. Klasse in einen Jungen verliebt. Das war eigentlich alles, was ich da drin gesagt habe, dann kommen total positive Nachrichten unten drunter. Dann sind die Leute überhaupt nicht schwulenfeindlich. Aber wenn ich ein ganz normales Video mache, in dem nichts über Liebe oder sonst irgendwas ist, dann irgendein allgemeines Thema, dann kommen ganz viele schwulenfeindliche Sprüche. Wie lange war... Das ist aber generell, finde ich, auf YouTube mal so eine Sache, die also sowas wie, ist das behindert oder ist das voll schwul? Das finde ich echt sowas, ich sage das jetzt zum hunderttausendsten Mal, aber ich sage es einfach jedes Mal, wenn ich es nur kann. Das ist keine Beleidigung, Leute. Lass das sein. Aber ich habe das auf dem Schulhof auch immer tatsächlich so gehört, ne? Dieses voll schwul. Ja, aber muss man doch einfach mal sagen, dass das keine Beleidigung ist. Ich würde sagen, das ist ja so die Standardbeleidigung. Also ich habe es ja auch nicht viel anders miterlebt in der Schule. Und ich habe auch schwul benutzt als Schimpfwort gegenüber anderen Leute, weil das halt das Schlimmste, was man irgendjemandem sagen konnte. Sag mal, wie lange war denn dieses Draw My Life so ungefähr? So 12 Minuten. So, und der Punkt, den du erzählt hast, der umschließt ungefähr 10 Sekunden oder 20 Sekunden. Ja, ein bisschen länger schon. Und verhält das dazu der Fokus der Kommentare? Hattest du das Gefühl, nee, 80... Nee, das ist der Hauptkommentar überhaupt. Also der Fokus liegt da noch in deinem Video. Was, du bist wirklich schwul? Ja, ich hab's da drin erwähnt, ich hab's gesagt. Also frag nicht nach. Und Nummer zwei ist dann, deine Mutter ist gestorben, das tut mir so leid. Also die beiden Sachen. Was ich so schlimm finde, ist, wenn auf einmal man das Gefühl hat, man ist jetzt der schwule YouTuber. Also ich finde das auch so schlimm, dass der gerade... Das ist aber schon Sammy Slimani, oder? Nein, aber ich finde das... Ich meine, er hat nie ein Coming-out gehabt. Warum sollte er schwul sein? Vielleicht ist er es nicht. Mir gegenüber hat er gesagt, er sei es nicht. Aber hast du ein Gay da? Ich habe einen Gay da, ja. Aber das funktioniert nicht immer. Bei mir funktioniert es auch nicht immer. Also, so ist es nicht. Hast du ein Radar als Gay? Die gehört im Begriff Gay da. Ne? Nee. Meine Ex-Freundin hat, im GMF gearbeitet. Das ist hier so eine Schwulenparty hier in Berlin. Und die hat mir sehr, sehr viele schwulen Begriffe beigebracht. Deswegen da Gay da zum Beispiel. Sie sagte von sich, sie hat den besten Gay da, den es gibt. Der hat auch nicht immer funktioniert. In der Schule wurde mir immer gesagt, ich wurde viel umgeschult und bin in die Klasse gekommen und mir wurde immer ganz viel gesagt, so am Anfang dachte ich, du bist schwul. Alle denken am Anfang immer, ich bin schwul. Also mittlerweile hat sich das so ein bisschen gewandelt, aber früher war das so zum Beispiel auch immer, jeder hat so irgendwie das Gefühl, einen Gay da zu haben und die meisten davon liegen irgendwie ziemlich falsch. Aber ich glaube, das liegt aber eben dem, auch genau daran, dass das so eine... dass man immer noch so eine beschissenen Klischee-Vorstellung hat und dass es immer noch so ein relevantes Merkmal ist. Für mich ist Sexualität gar kein relevantes Merkmal. Das ist so, und das ist genau das, weshalb ich das so unfassbar schwierig... Ja, aber es ist natürlich eins in dem Moment, natürlich, aber ich finde das... Das würde ich aber so nicht unterschreiben, denn sobald... Also wenn du in der Schule bist und du stellst zum allerersten Mal fest, du stehst auf Jungs, du stehst auf Mädchen, du bist überhaupt sexuell irgendwie interessiert an anderen Leuten, dann ist das Wichtigste auf der ganzen Welt für dich. Natürlich. Und dann ist das Wichtigste auf der ganzen Welt für dich, was dein Nachbar eben in der Richtung eben denkt oder fühlt. Und dann willst du dich darüber austauschen. Und die meisten Zuschauer, die ich habe, die sind zwischen 13 und 17. Und wenn die sehen, ich äußere mich zu dem Thema Homosexualität und sage, ich bin's, dann ist es ja unglaublich interessant für die. Also die finden es ja gar nicht schlimm, nein, sondern die finden es einfach super interessant. Ich verstehe mich nicht falsch. Ja, aber ich finde das super wichtig. Und genau deswegen, also es ist ja im Prinzip so, dass was du gemacht hast bei deinem Draw My Life, das muss man sich mal vorstellen, wäre in Russland verboten.
what? Das wär, genau, ja. Wenn ja, das wäre verboten. Was ist, du gemacht ist, hast, ist es schon verboten? Ja, weil er hat sich positiv... Wir werden zusammengeschlagen. Leute, die zu Hand in Hand laufen, werden zusammengeschlagen. Das wird gefilmt. Das aber ich möchte mal ganz kurz daran erinnern, in Großbritannien war das auch verboten, das vor ein paar Jahren. In Großbritannien in den 80er Jahren hättest du das nicht machen dürfen. Da gab es Filme über schwule Liebesbeziehungen, die negativ dargestellt werden mussten, weil sonst die Leute Ärger bekommen hätten, weil sie sonst hätten Strafe zahlen müssen, weil die Filme verboten wären. Und das also, ist halt sowas, wo ich mir denke... Großbritannien, das ist nicht Russland, das ist halber EU. Sag mal, gab es so einen festen Moment? Gab es einen Moment, wo du wusstest, ich bin jetzt homosexuell? Ich bin jetzt so heute. Gestern ging es mir noch, fand ich noch Pamela Anderson gut, jetzt schon... Nein. Entschuldigung. Ey, aber es ist immer gut, dass sie so tun, als wüsste man nicht, was man meint, um einen hochzunehmen. Ich meine, weißt du, manche Leute. Er hat das nicht nötig gehabt. Das ist doch, aber total viel gelacht. Ja, über dich so ein bisschen. Aber das ist schon eine interessante Frage, weil das ist nicht irgendwie so spontan klar, sondern das merkst du einfach mit der Zeit. Und, ich darf doch wohl trotzdem fragen. Natürlich ist auch gut. Ja, ich muss so halb aus. Ich frage auch für die Community. Vielleicht stellt sich jemand die Frage und ich frage mal die Frage. Ja, nee, hau die raus. Na gut, dann jetzt reicht's. Lass ihn nochmal reden. Ja, ich will lieber sein Gequatsche hören als euer. Ja, ich auch. So. Also als ich 11, 12 war, hatte ich zum Beispiel sehr, sehr viel Kontakt mit den Nachbarn. Und da war Bruder und Schwester. Und ich habe mich halt ziemlich gut mit der Schwester verstanden, obwohl der Bruder eher so in meinem Alter war. Die Schwester war, glaube ich, 2 Jahre jünger als ich. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich habe mich total in die verknallt. Also ich war echt völlig verschossen in die und konnte nur noch an die denken. Und sie war irgendwie 10 und ich 12. Und dann hat es ein bisschen gedauert, so im Laufe der Zeit wuchsen dann bei ihr Brüste und ich habe dann festgestellt, scheiße, das mag ich jetzt aber gar nicht. Das finde ich jetzt, also die hatten einen Swimmingpool und ich hatte dann irgendwann so eine Taucherbrille und unter Wasser habe ich dann gesehen, boah, muss das sein? Also ich wollte das nicht und da habe ich gemerkt, nee, das ist nicht meine Welt. Und das ist blöderweise halt echt so ein körperliches Merkmal, was einen dann davon abhält, weil so hier oben hat es gepasst. Was ich halt so krass fand, war... Aber ich habe damals noch nicht gewusst, dass ich schwul bin. Ich habe nur gemerkt... Man weiß ja auch noch gar nicht, was schwul ist und was nicht, eben, oder? Eben. Und genau deswegen finde ich das so unfassbar... Für mich gehört das so verboten vor genau... Also ich meine, genau, wie alt warst du da? 12, 13 oder... Ne, dass man dann solchen Leuten, die das Gefühl haben, ich weiß gar nicht, was das gerade ist, irgendwas ist es, ich weiß nicht, mag die gerne, aber das mag ich jetzt gerade irgendwie diese nicht. Diese Desorientierung genau, ist ja auch richtig heftig. Also genau. Ich kann mir, ich weiß ja, wie ich in der Pubertät war und da ist ja auch so, du kommst mit diesen ganzen Eindrücken auf einmal gar nicht klar. Als ich irgendwie merkte, dass es nicht mehr wichtig ist, dass meine Turtles gegeneinander kämpfen, sondern dass diese Mädels mich toll finden in der Schule und sie das aber nicht taten, etc., etc. Also dieses ganze Hoch und Tief, was du in der Pubertät durchmachst. Und wenn dann noch dazu gekommen wäre, nicht wirklich zu wissen, ist das, was ich da gerade fühle, richtig oder falsch und was fühle ich da überhaupt? Also muss ich ganz offen sagen, also das dann auch noch zu verpönen und zu verdammen. Also genau, das meine ich. Und das, ich finde das mega... Ich finde, das gehört verboten, dass man solchen Menschen dann in dem Moment im Prinzip die einfach Leute wegnimmt, die denen sagen können, alles gut, so, bist nicht alleine, ist jetzt nicht voll krank oder so. Das finde ich, ich finde das so höchst kriminell und ich will überhaupt nicht wissen, was dieses Verbot mit ganz vielen Menschen macht. Ich meine, es ist ja so, dass ganz viele Leute sowieso schon unfassbare Probleme haben mit ihrem Coming-out oder mit sich selber. Was ist denn jetzt? Geht jetzt jemand Wein oder was? Die sich aber ganz kurz, aber die sich umbringen, wirklich. Und wenn du dann das Gefühl hast, da wächst eine ganze Generation aus, der verboten wird, überhaupt darüber zu sprechen oder Vorbild für Figuren zu haben, ich finde das so schlimm. Die Hoffnung, dass dadurch Kinder nicht homosexuell werden. Was für ein, halt aber das ist genau das, wann wurdest du sexuell? Ja, du wirst ja vollkommen recht. Du wirst ja nicht dadurch schwul oder lesbisch, dadurch, dass du zwei Männer sich küssen siehst oder zwei Frauen sich küssen siehst. Weil sonst wäre es halt ganz klar, dass jeder heterosexuell wird, weil ständig küssen sich Mann und Frau überall. Also das ist so das, was halt normal vorgelebt wird und was man halt immer mitbekommt. Und wenn es nur danach ginge, dass man sowas sehen muss, dann wird man automatisch so... Aber es ist halt krass, dass auch zum Beispiel Sportverbände, gerade in Russland war ja diese Weltmeisterschaft, was war das, Leichtathletik-WM? Ne? Was? Das ist ja gekriegt, ja. Dass die das ja offiziell auch unterstützt haben und auch gesagt haben, wir tragen dieses Gesetz mit und das eigentlich in so einer sportlichen Umgebung, in der das ja eigentlich scheißegal sein müsste, denn man gefordert hat, man darf das auch dort nicht positiv propagieren. Propaganda. Ja, aber das ist einfach krass, aber das ist eine Weltmeisterschaft, das ist nicht eine russische Meisterschaft,
Das ist die Weltmeisterschaft. Aber ganz ehrlich, die Frage ist, sagen, ist ganz viele sagen, jetzt, komm, wir boykottieren das, weiß nicht. Ich glaube, man muss dann erst recht hingehen, erst recht über das, was dieser eine Berliner Journalist gemacht hat, der ist in den Live-Schalte reingekommen, sollte eigentlich, ich weiß gar nicht, über das war richtig krass, der einfach da, das genau, war auch auf YouTube weltweit genau, top-rated. Der hat diese, ne? Der hat, dann hat er irgendwie so Rainbow-Hosenträger an und ohne Komma redet er einfach weiter. Das finde ich super. Aber ich glaube, das ist der bessere Weg, als zu sagen, okay, wir ziehen uns zurück, für das ist böse. Man muss erst recht drüber reden. Aber das können nur Journalisten, das kann die Politik nicht. Da das traut können sich Künstler, keine... das ja, ich meine, Künstler, das können Musiker. Klaus, das meine ich, das meine ich, Entschuldigung, das meinte ich ja... Das ist ja regional. Ich meine, es wird sich jetzt keiner, es stellt sich kaum jemand hin, zumindest momentan politisch, und prangert das öffentlich an. Ein großer Politiker von einer großen Nation. Könnte ja besonders unser Außenminister beispielsweise ja an den Tag legen. Mit Diplomaten. Ich meine, gerade der könnte es ja meinetwegen auch einfach tun, der für die diplomatischen Beziehungen verantwortlich ist. Aber hat sich ja dazu, glaube ich, gar nicht geäußert weiter. Soweit ich das jetzt Ja, ich will nur was Falsches sagen. Gut, okay, aber das ist zumindest wäre es mir... Wäre mir das neu. Was ich aber... Ich finde es aber schlimm, dass man das überhaupt durchgehen lässt. Weil es ist für mich sowas, das ist für mich sowas wie zu sagen, das ist sowas von mega krasser, wie Frauen dürfen nicht mehr wählen. Aber kennst so, du, das kennst ist du, so absurd. Aber kennst du denn Leute privat? Weil ich kenne wirklich ein, zwei, drei, mit denen, wenn ich auf dieses Thema komme, die absolut abblocken und sagen, das ist falsch. Und das ist falsch. Homosexualität ist, ja. Und ich bin jedes Mal schockiert. Man kann über dieses Thema... solche Leute nicht sagen. Das ist halt... Manchmal kann man sich auch bestimmte Sachen nicht aussuchen. Ja, doch, aber Freunde, kannst Leute, du dir sehr ja, wohl vielleicht, ja, okay. In meinem Freundeskreis also meine Freundin, würde niemand, nicht ich will mit niemandem befreundet sein, der sowas sagt. Ja, im weitesten Sinne, aber das ist jetzt was... Auch was, im engsten und im... Lass es mal so hingestellt sein, das kann ich ja erläutern, muss ich ja nicht so jetzt erläutern hier. Aber es gibt halt Menschen, die ich kenne, die so argumentieren und ganz fest sagen, das ist falsch. Wie argumentieren die denn? Punkt aus Ende. Achso, das ist das ist ja das Problem. Es ist so eine Punkt-aus-Ende-Diskussion. Genau, du musst ja keine Argumente dafür vorbereiten. Genau, und das ist immer sowas, weil bei mir geht es da so wie dir, wo ich sage, das ist überhaupt gar kein Anhaltspunkt. So wie Ausländer raus. So ob jetzt... Ja, bloß da haben ja tatsächlich die Menschen versuchen immer noch Argumente so herbeizuziehen. Ja, das sind ja immer dieselben Argumente wie, oh, die Arbeitsplätze. Und ja gut, bei Homosexualität, das ist bloß falsch, nein, das so gehört kein nicht. Geld für Sinti ja, weil da, und Roma, fehlen ja lieber für Oma. Da fehlen ja völlig ja, die. Deswegen, ich wollte auch an der Stelle sagen, dass ich, also dass sich das immer in so eine Ohnmacht bringt, ansatzweise einen nachvollziehbaren, man versucht ja oft manchmal so einen nachvollziehbaren Ansatzpunkt, warum denkt derjenige so? Ich glaube, aber da komme ich einfach, bei gerade bei bestimmten Religionen und Kulturen, versteht man es auch, aber gerade bei Russland, wo das ja nicht so der hauptprägende Aspekt ist, ich komme einfach nicht dahinter, warum genau dieses Land so zum großen Teil dahinter steht und dort so krass. Armut vielleicht. Armut, meinst du, ist ein Armut, Punkt? Warum sollte Armut irgendwie sowas hervorrufen? Weil du bei Armut immer irgendeinen Schuldigen suchst dafür, dass du arm bist. Aber Schwule machen das Land ja nicht ärmer. Ja, mein Gott, ja, gut, die Juden haben im Zweiten Weltkrieg oder vor dem Zweiten Weltkrieg... Doch, die haben Jesus gekreuzigt. Hör auf, solche Sachen hier zu verbreiten. Ja, aber das war... Und die Dinosaurier ausgerottet. Das war der Versuch, ihnen die Schuld für irgendwas in die Schuhe zu schieben. Kommt die Einhornarmee und macht einen platt. Nein. Nee, aber ich glaube, dass, also was ich krass fand, war, wie schnell das auch in Deutschland... Also, wie schnell das auch in Deutschland ging... Ich habe, ich war ganz lange hier in Berlin in dieser ganzen Queer-Gender-Szene unterwegs. Was für eine Szene? Queer-Gender. Queer-Gender-Szene unterwegs. Und es war auch ganz klar, dass ich auch was mit Frauen habe. Und, warte, Moment, du hattest was mit Frauen? Ja, das besprechen wir dann in das deiner privaten Session. Das sollten wir privat nochmal besprechen. Genau. Warum hast du keine Fotoaufnahmen gemacht davon? Genau, aber das ist total... Ich das privat, weil aber das ist genau das... Aber nee, aber da sind wir schon gleich mitten im Thema. Jetzt hast du dich richtig. Aber da sind wir mitten im Thema, wenn zwei Frauen rumknutschen... voll hart, wieso, dann eine Traube und zwei Männer, oh, ist das ekelhaft. Gibt es also, ein Pendant wie den rosa Hasen für Frauen? Vielleicht Holzfällerhemd oder so? Nee, aber witzig. Ich hatte ein Video, der so ein Holzfällerhemd an. Ich würde gerne mal wissen, wie schwul seid ihr beide eigentlich? Also ich kann von mir aus sagen, ich gehe zum Beispiel, also ich meine, wenn du was sagst, soll, du hattest mal was, du hattest was, du hattest ja, was, du sagst, du hattest wie homosexuell musst du sagen. Ja, aber das ist doch das Ding. Wow. Das ist eine Skala von 1 bis 10. Allein dafür gibt es jetzt einen Schnaps. Wir wissen aber doch alle, wie seid ihr eigentlich, was ist das für eine Frage? Wir wissen oh. doch alle, was ich damit gemeint habe. Nein, ich weiß das nicht. Nein, erklär ich weiß das nicht. Nicht. Tatsächlich weiß ich die Frage auch noch nicht. Du hast mit Frauen rumgemacht, sagst du gerade. Ich meine, also... ich bin so schwul, ich habe mit Frauen rumgemacht. Nein, mir hat man mal gesagt, dass alle Männer an... mal mehr, mal weniger auch auf andere Männer stehen würden. Also das heißt... hoffentlich, weil Männer sind auch toll. Also ich habe mit Frauen gesprochen, ich bin Männer auch toll. Genau.
Es gibt Männer, die zum Beispiel sagen, so, sie finden andere Männer auch zum Beispiel attraktiv. Sie finden Männer, was weiß ich, dass sie sogar so ein bisschen Bisexualität ineinander, in sich haben. Und dann gibt es natürlich die, die sagen, so geht. Das ist witzig, jetzt bin ich schon. Ja, natürlich ist witzig. Aber dann die, die das wirklich strikt ablehnen. Deswegen sage ich, es gibt ja verschiedene Grade davon, wie man seine eigene Sexualität auslegt. Das habe ich jetzt einfach so mal ruppig mit, wie schwul seid ihr eigentlich? Also dazu möchte ich was sagen. Und zwar, wenn du... Stellt uns eine Frage, aber er sagt was dazu. Ja. Wenn du in die Pubertät kommst und dir zum allerersten Mal runterholst, worauf? Also ich hatte, glaube die Geschichte hier schon mal erzählt. Ich hatte damals, er hat es genau beschrieben. Ich hatte ein Buch von meinen Eltern gefunden und da stand eine Anleitung drin, wie man sich einen runterholt. Und dann saß ich tatsächlich mit diesem Buch da und habe da wirklich nach Anleitung mir die verschiedenen Punkte angeguckt. Ich auch Frauen. Das war, aber ich war tatsächlich damals verliebt in Janine Höhle. Hallo Janine. Das hast du schon, jetzt sagst du schon immer, sagst du, Janine, jetzt melde dich doch endlich mal. Janine, der sagt jetzt jedes Mal, sagt er Hallo, jetzt ist es doch nervig. Ich bin seit 40 Jahren verliebt in dich. Ich denke auch nur noch an dich. Die ist Janine Höhle. Janine Höhle. Wir haben da letztes Mal schon drüber gesprochen, ja. Vorletztes drauf. Ich finde, das war eine Frau. Aber wenn du sagst, du warst auch verliebt in ein Mädel als erstes, dann... Ja, aber ich habe mir nie auf die einen runtergeholt. Also, weißt du, die ersten, also ich habe mir von Anfang an immer nur auf Typen einen runtergeholt, aber so, immer okay. Auf Typen, die mich fertig gemacht haben. Was? Echt? Ach, scheiße. Ja, die waren scheiße, die waren total scheiße. Aber weil schwul sein war ja was Böses und die waren scheiße und dann hat das irgendwie zusammengepasst. Holt ihr euch gegenseitig das auch ist, aufeinander weil runter, das, weil ihr euch immer gegenseitig das fertig macht? Ihr könnt jetzt ehrlich auch hat der Aspekt der Erniedrigung dabei einen Teil gespielt? Ich glaube schon. Weil das klingt ja irgendwie direkt danach. Aber jetzt echt jetzt? Erst öffnen, dann anstoßen. Ich hab schon angestoßen, bevor es geöffnet war. Achso, ich habe noch gar nicht geschüttelt. Achso. Ich muss erst schütteln. Sekunde. Wie beim Klo. Das finde ich aber, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag das mit solchen Leuten wie euch zu sprechen, weil da gibt es keine Tabus, da ist keiner sich zu schade, auch mal sowas wie Wichsen zu sagen. Mag ich. Finde ich gut. Wir haben dich das mag ich, das finde ich gut an diesem Stammtisch auch. Prost. Wichsen, olé. So, Achtung, mal kurz hier. Wie schwul sind wir eigentlich? Wichsen für Frauen. Was, wie sagt man das? Masturbieren. Masturbieren. Ja, aber das Masturbieren klingt so aufgeräumt, finde ich, im Vergleich. Echt? Findest du nicht? Okay, das gibt's doch gar nicht so viel Vokabular. Wir voll abdriften, sag doch mal dein Vokabular dafür, ich weiß es nicht. Die Mumu polieren. Hast du dich auf Instagram so ein Foto, so ein Foto gepostet mit so die meine Katze? Und wenn du gesagt hast, wer jetzt deine Katze mal. Achso, wo da steht Mai und dann so ein Bild von einer kleinen Katze, smells like, und dann habe ich unten drunter geschrieben, genau, wer jetzt, an die Katze wer jetzt My Cat Smells Like liest, ist definitiv nicht so versaut wie ich. Ich finde das super, ich finde das super gleichzeitig, dass du das in Deutschland thematisieren kannst, ich finde es aber gleichzeitig auch krass, dass ganz viele Leute sagen, ach, Maniac ist jetzt der schwule YouTuber, weil das finde ich dann, das ist das, was ich vorher meinte. Ich weiß gar nicht, ob sie das tun. Ich finde, nee, ich glaube auch nicht. Ich muss sagen, ich finde Leute wie Maniac finde ich ganz großartig, weil das wird noch viel zu sehr tabuisiert. Deswegen, als ich das in deinem Draw My Life gesehen habe, ich hatte dein Draw My Life gesehen, ohne Kommentare zu lesen. Das mache ich immer so. Ich gucke immer die Videos und dann erst die Kommentare und dachte erst so, das macht er, weil ich kenne genügend, die sich das einfach immer noch nicht trauen, weil es ja tabuisiert wird. Und da muss ich sagen, jemand mit dieser Reichweite, mit diesem... Aber der kann so gut zeichnen. Mit diesem Standing, muss ich sagen, also an dieser Stelle, meinen tiefsten Respekt, komm her mit deiner Hand. Das aber, muss ich sagen. Aua. Aber das ist ja jetzt nicht das große Coming-out-Video gewesen. Also ich habe mein Coming-out mit 18 gehabt. Das ist schon ein paar Jahrzehnte her mittlerweile. Aber du hast es sicherlich nicht vor 200.000 Zuschauern gehabt, oder? Nee, aber ich hab auf Twitter seit... Aber das war schon bewusst. Also das Drama Life war ja schon was auch... Naja, einfach, das ist halt mein Leben. Also genau, wenn ich das dann weg... Genau. Eben nicht, nee, gar nicht. Ist deswegen, aber ich glaube, dass dein Drama Life... Also ich habe ja Drama Life sogar auch gebasht, weil ich diese Piano-Musik... Nee, da wurde mal so ein Papierflieger... Oh, Kotz. Aber bei Leuten wie dir, die halt so zeichnen können und so, macht das ja auch... Ich hätte mir das auch noch mal eine halbe Stunde angeschaut. Man darf keins machen, nur wenn man nicht zeichnen kann? Nein. Ach komm, jetzt sei nicht so. Aber ich fand, wir haben auch ein sehr cooles Drama Life hier, Giga. Ja, ich weiß, das habe ich auch gefeiert. Das habe ich aber auch gefeiert. Ich habe drei gesagt, die... 9 Sekunden, das müsst ihr alle wirklich mal gucken, Leute. Das muss ich mal kurz empfehlen. So, nur wenn wir jetzt schon mal Werbung machen, dann schaut euch vorher und dann hier den Maniacs an. Und natürlich deins. Das ist ja kein Drama. Und ich bin auf den Hype nie leider aufgesprungen, das tut mir leid. Ja. Aber die Ausgangsfrage war, wie schwul seid ihr? Da, glaube ich, haben wir keine Antwort drauf. Natürlich. Okay, ach so, stopp, wir reden jetzt darüber, wie schwul sind wir. Weil du das zuerst oder ich zuerst?
Ja, ich würde mir gerne mal wissen, wie eine Frau schwul sein kann. Na, indem du, also ich meine homosexuell oder lesbisch in dem Fall, wenn du zum Beispiel sagst, du hattest was mit Frauen, dann ist das für mich das Maximum von, also beziehungsweise das Maximum wäre, wenn du dich quasi, wenn du ein Coming-out hättest und dich entscheiden würdest, du würdest nur noch mit Frauen zusammen leben wollen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so, das war, bei mir war das so und das ist auch bis heute noch so, das wissen auch alle Leute, die mich kennen, dass ich das große Glück habe, finde ich, ich empfinde das wirklich als unfassbare Lebensbereicherung, dass ich Männer wie Frauen sexuell unfassbar attraktiv und toll finden kann. Und dass ich das große Glück habe, dass mir, ja, dass das egal war. Und ich habe mich halt jetzt zufällig in einen Menschen unfassbar krassestens verliebt, der einen Penis, Schwanz, whatever hat. Und ihn geheiratet. Ich hätte aber auch, wenn das eine Frau gewesen wäre, hätte ich auch eine Frau geheiratet. Also wäre für mich kein, hätte für mich, da nickt er dem, da hinten übrigens sitzt der Mann mit dem Penis hinter der Kamera. Nee, das ist wirklich so, ich hätte das wäre mir egal gewesen. Ich hätte auch eine Frau geheiratet, wenn, okay, wenn das so gewesen wäre. Und es war auch ganz lange Zeit bei uns an der Uni ein unfassbar großes Thema. Oh, krass, weil der Witz war, ich war mit meiner besten Freundin auf der Weihnachtsfeier von der Uni und meine beste Freundin und ich, wir kennen uns seit ever und wir hatten niemals irgendwas, weil wir sind halt so beste Freundin, das ist halt vollkommen asexuell, aber weil sie halt hier so abrasierte Haare, offensichtlich voll aus der Queer-Gender-Szene, die Uni-Party war so, dass es hieß entweder hier so Cocktail-Dress oder halt Suit-Up und wir hatten beide einen Anzug an, sie war meine Begleitung und dann alle so krass. Und wir waren halt natürlich das mega krasse. Oh Gott, ich muss jetzt gerade übelst die Ohren zuhalten. Und das war so witzig, weil das war einfach so absurd, das ist meine beste Freundin und wir sind einfach zusammen hingegangen, weil wir beide einen Anzug an hatten, sind alle so, selbst Professoren sind zu mir gekommen und haben gesagt, ja, wir haben ja ihre Partnerin kennengelernt und wir wollten mal gratulieren, die ist ja sehr intelligent. Und ich dachte, oh mein Gott, das war so, ich dachte, oh Mann, wie krass. So, und ich hatte aber die Leichtigkeit, es war immer so leicht. Meine Eltern waren leicht, also wenn ich jetzt zu meinen Eltern gesagt hätte, ich bin lesbisch, hätte ich auch gesagt, ole, also ich bin aufgewachsen mit irgendwie in so einer Kommune, wo dann auch ganz viele Schwulenpärchen, das war so völlig, alles war so, ich hätte es auch nicht schwer gehabt, wenn es so gewesen wäre. Und deswegen finde ich das halt so unfassbar schlimm, wenn man jetzt an Russland denkt, dass allen Menschen, die merken, scheiße, ich finde Frauen toll oder ich finde Männer so, das Ding dann diese Leichtigkeit genommen wird. Das finde ich halt scheiße. Ist sowieso, als ich damals so gesagt habe, jetzt voll die Rede für eine Wiederwahl. Als ich damals so gesagt habe, den Stammtisch mit euch beiden zu machen. Wieso bist du schwul? Die Frage war doch an mich und ich werde voll, ach, ist doch egal. Wieso bist du schwul? Nee, ich bin ja gar nicht schwul. Aber gibt es irgendwas Schwules in dir? Nö, also es sind zwei Sachen. Irgendwas Lesbisches? Nee, das eine ist, irgendwie, ich bin nicht so ganz der körperliche Typ, wo viele immer sagen, du bist vielleicht versteckt schwul. Weil ich bin aber nicht so der körperliche Typ. Aber generell für mich ist klar, ich stehe halt total auf Frauen. Aber das Wichtigste oder eine Sache ist, ich kann total bei Männern verstehen. Also manche gucke ich mir an und sage mir, boah, der hat eine Aura, der hat eine Ausstrahlung, das hätte ich auch gern. So wie, weiß ich nicht, Rami Badem ist so ein Typ. Oder hier Robin Thicke von diesem, weiß ich nicht, der Song Blurred Lines. Der hat so eine geile Attitüde, wenn der seinen Song da immer performt. Ich denke immer so, Alter, oder Michael Bublé. Es tut mir leid, dieser leichte Blick. Ich denke so, dieser Typ ist geil. Warum, wie kann ich auch einer wie Max Rabe, auch wenn er völlig verklemmt ist, der hat so ein Standing auf der Bühne, ich denke. Aber das finde ich schon, das ist schon, so, das ist schon. Ich lasse mich ausreden. Das ist Nummer eins. Lass uns die Hände das halten. Ist Nummer eins, was ich sagen will. Jetzt muss man Nummer eins und Nummer zwei, jetzt hast du mich rausgebracht. Aber das ist ja so schon so. So leicht lässt du mich rausbringen. Ganz viele Männer, würden sowas, nein, ganz kurz. Würden sowas die, ja schon nicht zugeben. Ja, genau, die zweite. Genau, aber das finde ich auch. Manche Männer sind, auch auf dem Videoday war so ein Beispiel, ich unterschreibe so bei einem Pärchen, habe mit dem Foto gemacht und sage zu dem Typen, weil ich wirklich fand, Alter, du riechst so gut, was für ein Parfum ist das? Und sie sagt mir, ja, hier ist das CK1, musst du kaufen und bla bla. Alter, dein so, Penis riecht nee, so gut. Wirklich, der Typ roch so unfassbar gut. Ich dachte, so will ich auch riechen. Das muss man doch sagen dürfen, ohne schwul zu sein. Also nee, ich bin da völlig offen und sag ganz ehrlich, wenn ich das gefällt. Das ist doch nicht schwul, das höchstens creepy. Nee, heutzutage, nee, pass mal auf. Voll viele Leute würden sagen. Das ist höchstens creepy, aber okay. Aber was ist denn daran schlimm? Ich sage, ey, du riechst voll gut. Das ist, weißt du, wie viele Menschen heute entweder müffeln oder kein geiles Parfum. Wenn er richtig stimmt, gut riecht, dann muss man doch mal sagen, boah, es krass, müffeln viel du zu viele riechst Leute. So gut. Das finde ich voll wichtig. Körperhygiene wird sehr unterschätzt. Ja. Bei Menschen. Vor allem auf dem Video, Dave, oder? Ja. Gibt es irgendeinen Punkt, auf den wir kommen wollten, Marie, als unsere Moderatöse und... Moderatöse ist doch bestimmt auch später irgendwie.
irgendwas. Wir wollten klar machen, dass es nicht okay ist, was da in Russland passiert. Ja, aber das war ja vorneweg klar. Das stand halt auch mal als ein Thema und dann schlängelt er sich so entlang, weißt du? Ja, aber die Frage ist, was kann man machen? Wie kann dieses Problem in Russland je gelöst werden? Wie können man die Leute wieder auf den richtigen Pfad zurückbringen? Wenn irgendjemand eine Idee hat, ob wir irgendwas machen können, ich habe voll Bock, was dagegen zu machen. Meinst du, solche Probleme können gelöst werden? Von außen? Von außen? Das kann, glaube ich, nur von innen. Ja, ich glaube auch, aber ich glaube, man kann schon von außen auch Impulse setzen, weil von innen... So eine Art Petition. Nee, weil von innen keine Impulse mehr gesetzt werden dürfen. Weil Leute Angst, es gibt so dieses eine Queer-Magazin, das heißt auch Queer in Russland, was jetzt inzwischen nicht mehr geprintet wird, weil es einfach, weil die ganzen Kioske sich nicht mehr trauen, das zu vertreiben. Die existieren jetzt nur noch online. Wo man so denkt, man, da sterben gerade auch irgendwie Existenzen weg, weil man kein Printmagazin mehr vertreibt. Ich muss ganz offen sagen, ich bin da immer wieder stolz, auch in Berlin zu leben, weil Berlin lebt als Stadt auch vor, wie schwul man auch als Stadt sein kann. Und das ist, wie gesagt, also wenn ich schwul sage, will ich nichts Negatives damit konnotiert wissen, sondern das ist halt so, es gibt so Magazine wie Cicero. Im Cicero ist doch, glaube ich, ein, oder welches Magazin war das? Es gibt ein... Entschuldigung, es gibt ein schwules Magazin hier in Berlin, ja, aber es gibt aber auch... Dann liest du schwul, das wissen, du stehst auf alle Männer. Siegessäule. Stimmt, Siegessäule, das stimmt. Genau, dann habe ich mich versprochen. Entschuldigung. Klischee, doch. Du hast dich versprochen. Cicero, Siegessäule, da verspricht man sich mal schnell. Passiert, aber da muss ich ganz offen sagen, ich bin stolz auf Berlin, wie Homosexualität in Berlin mitgelebt wird. Das ist quasi. Ich fände es halt geil, wenn so was du meinst mit Berlin und Berghain und so, ne? Wenn YouTube anfängt, ein bisschen mehr zu sein wie Berlin und Berghain. Weil ich finde halt so eine Art von Beleidigung, wie das ist so behindert und du bist so, das Video ist so schwul. Und ich könnte jetzt noch weitermachen, weil da geht es mit dem nicht. Aber so weit wollen wir die Leute jetzt mal nicht überfordern. Aber ich finde sowas wie schwul und behindert einfach mal so ein für alle Mal aus der Skala der Beleidigungen rauszuholen. Das finde ich gar nicht schlimm. Schwul oder behindert als Beleidigung zu sehen, das ist einfach so ein Wort, was sich eingeprägt hat. Aber wenn man das aus den Köpfen rausbekommt oder wenn man eher reinbekommt, dass es ganz normal ist, also wenn Maniac durch seine YouTube-Präsenz den Kids A mitgeben kann, dass es was Cooles sein kann, irgendwie auch so zu sein, wie man ist. Ich würde mich einfach freuen, wenn... Also YouTube in Deutschland hat eine riesengroße russische Community auch. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie viele russische Leute meine Sachen auch gucken. Und ich würde mich einfach freuen, wenn die einfach ihre Verbindung in ihr eigenes Land nutzen würden, um den Leuten da klarzumachen, hey, hört mal zu, Homosexualität ist überhaupt nichts Schlimmes, das ist was völlig Normales. Und ich habe ja auch Kontakt mit Leuten und schreibe mit denen. Und die sind intelligent, die sind total lieb und nett, die sind überhaupt nicht homophob. Und das sind genau die Leute, die man erreichen muss. Russische, wie sagt man, Einwanderer? Oder das sind auch Meinungsbilder wahrscheinlich. Ja. Leute, die in Deutschland leben, die mit ihren Familien hierher gezogen sind, die so zwischen diesen beiden Welten sind und die eine perfekte Chance haben, sowohl in Deutschland was zu bewirken, als auch in Russland was zu bewirken. Und ich hoffe, dass man diese Leute erreichen kann. Das Gute ist ja, in Deutschland dürfen wir alle sagen, was wir wollen. Das heißt, ich kann jetzt sagen, schwul ist für mich kein Schimpfwort. Aber ich auch kann, noch nicht so lange. Doch, ja, ich sag, aber ich könnt kann... Könnt ihr Maniac nicht einfach mal das letzte Wort lassen? Wir machen das ja auch nachher noch, das ist ja das Konzept. Aber warte doch mal ganz kurz. Was ich geil finde ist, wir können doch in Deutschland alle, also wir alle vier und auch alle anderen übrigens, können in Deutschland auf YouTube sagen, was sie wollen. Das heißt, wir können... schwulen Lesbenpropaganda machen, so viel wie wir wollen. Und es können Leute in Russland sich auch anschauen, weil wir sind ja in Deutschland. Das heißt, wir sind völlig safe. Das heißt, was ich daran total fast und wieder romantisch finde, ist, dass man in Russland vielleicht dafür verhaftet und bestraft werden kann, dass man schwulen Propaganda und Lesbenpropaganda macht. Aber wir halt nicht. Und wir können aber auch aus Russland gesehen werden. Das heißt, wir haben halt schon die Möglichkeit, auf YouTube Statements abzugeben, wie schwul ist keine Beleidigung, Lesben ist keine Beleidigung. Wenn ihr eine Frage habt, dann kommt zu uns. Genau. Was ich glaube, was total wichtig ist und was wir schon auch als Chance nutzen können, zu sagen, geil, man kann uns halt auch aus Russland sehen und lass uns das wahrnehmen als Aktivismus. So. Also, du hast das Wort. Wenn man Russe ist und einfach der Meinung ist, Homosexualität ist nichts
schlecht ist, dann kann man das auch einfach mal sagen. Man kann auch mal ein Video drüber machen, kann einfach seine Meinung rausposaunen und das ist völlig okay. Möchtest du nicht Robert ersetzen? Der schimpft immer so viel mit mir. Das sind die größten Dafür, Zicken auf Erden. Dafür wirst du dich in dieser Folge noch entschuldigen. Okay, pass auf, ich entschuldige mich jetzt gleich. Komm her, Robert. Okay. Das war die unehrlichste Entschuldigung. Ist jetzt nicht böse immer. Gegen dich, aber... Nein, was war das? Das war doch voll ekelhaft. Nein, er hat ehrlich geguckt. Nee, das war nicht unehrlich. Ich gucke nie ehrlich. Nee, er hat es einfach vorher nicht ehrlich gemeint. He's the devil. Das tut er nur so. Das tut er nur so.